Roman und ein Sachbuch. Ich wollte, dass ein 14-jähriges Mädchen wie Sophie wirklich verstehen kann, dass Philosophie etwas ist, was mit ihrem Leben zu tun hat. Dafür ist es wichtig zu zeigen, dass die verschiedenen Philosophen verschiedene Projekte verfolgt haben. Und man muss Beispiele aus dem Alltag finden, um deutlich zu machen, worum es in diesen Projekten geht. Ein Beispiel ist Plato und das Kuchenbacken. Im Buch muss Sophie Aufgaben lösen, die ihr der Philosoph Plato in einem Videofilm stellt. Sie soll sich überlegen, wie ein Bäcker 50 völlig gleiche Kuchen backen kann. Sophie findet die Antwort schnell. Der Bäcker benutzt eine Form, deshalb sind die Kuchen alle gleich. So versteht Sophie auch Platos Projekt, den Unterschied von zeitloser Form und Materie, von dem, was ewig und unabänderlich ist, den Ideen und dem, was sich ändert, was zur Welt der Sinne gehört. Sie versteht die Grundgedanken von Platos Ideenlehre. So versuche ich in Sophies Welt das Wesentliche der großen Projekte der Philosophen zu erzählen, von den Vorsokratikern bis Sartre. Mein Motto dafür stammt von Goethe. Wer nicht von 3000 Jahren sich weiß, Rechenschaft zu geben, bleib im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage leben. Was haben alle diese Türen, die aus den Türen stehen? Was hat das noch? Die haben eine Bedeutung? Ja. Wir haben heute überall Museen, wo wir unserer Geschichte in Denkmälern begegnen können, wie wir in Oslo in unserem Volkmuseum. Ebenso wichtig ist zu wissen, was andere vor uns gedacht haben, dass wir unsere Wurzeln in der Geschichte begreifen und unsere eigenen historischen Voraussetzungen kennen. Das kann heute lebenswichtig sein. Auch wenn wir nicht immer wissen, wohin wir gehen, so ist es immer wichtig zu wissen, woher wir kommen. Die Vergangenheit, unser Fundament, erweitert unsere Wirklichkeit und macht unser Leben reicher und vielfältiger. Der Blick zurück in die Geschichte und die Geschichte der Philosophie ist im Grunde der Blick auf uns selber, auf dieses Rätsel, das der Mensch ist, das Rätsel der Sphinx, das wir lösen müssen. Der Mensch kommt nicht fertig auf diese Welt. Wie ein Pferd, sagt Erasmus von Rotterdam. Er wird zum Menschen erst, indem er sich durch seine Geschichte zum Menschen bildet. William Nygaard ist der Leiter des renommierten Aschehoug-Verlages in Oslo, wo alle Bücher von Jostein Garder erschienen sind. Er hat den Mut gehabt, als einziger Verleger Salman Rushdies satanische Verse in Norwegen herauszubringen. Vor wenigen Monaten wurde er durch 3 Kugeln von Attentätern schwer verletzt. Seitdem lebt er streng bewacht. In der norwegischen Öffentlichkeit spielt er eine weithin beachtete Rolle. Die norwegische Stiftung Das freie Wort verlieh ihm 1994 ihren Preis für die Arbeit als Verleger und sein mutiges Eintreten für die Menschenrechte. Seine Dankesrede ist ein Beispiel für lebendige Tradition. Nygaard beruft sich auf den Sinn der Geschichte für das, was in der Tagespolitik zu tun ist. Demokratische Meinungsfreiheit wurde erkämpft von Generationen vor uns. An ihnen festzuhalten, auch unter dem Druck des islamischen Fundamentalismus, sei, sagt er, eine Frage unserer europäischen Identität. Sophies Welt erschien 1990 in Oslo. Der Verleger erinnert sich an die erste Reaktion auf Garders Manuskript. Det var fra de ansvarlige side i Aschehoug klart at dette var et genialt manuskript. Selv om det også fantes en røst eller to som sa, hva dette? Sperret øynene opp og var forbløffet over dette manuskriptet og dets innhold. We thought that this is going to be a very marginal book by a promising young author that we should publish and hope in the future that he will write more commercial books or books that have a greater commercial potential. So there was never any doubt that it should be published, but there was a big doubt as to how much of a sales success this book could be.
Now, within a week of publication, something started to happen. The newspapers started writing about the book. Booksellers came up here and told us that we're sold out. Where are the books? We were literally carrying piles of books from the publishing house down to the bookstores in town. And some sort of strange and inexplicable magic happened, and we sold 10,000 copies within the first 3 weeks or so that it was released. And I think that both Justin was just as amazed as we are, because he didn't expect this either to happen. So it was a very strange story how the whole book started. Wie erklären Sie sich diesen sensationellen Erfolg? If we'd have known the reason, then we would create successes like that all the time.